Das ist die Microsoft Band, die ich ein paar Tage lang testen durfte. Und das jetzt ist natürlich unser Testfazit mit einer kleinen Besonderheit, nämlich mit einem Windows Phone. Alles gleich nach dem Intro. So, jetzt also mein Testfazit zum Microsoft Band. Im Hands-on hatte ich das euch ja mit dem iPhone 6 von mir eben halt demonstriert. Das ist ja einer der großen Vorteile, dass das Microsoft Band mehr oder weniger über alle drei Plattformen, Betriebssystemplattformen eben halt drüber geht für Smartphone und Tablet. Beim Windows Phone und mit dem Microsoft Band kommt noch eine andere Funktionalität dazu. Wenn man die Systemsprache auf Englisch gestellt hat, dann kann man auch Cortana nutzen. Cortana ist ja nur in US-englischer Sprache verfügbar momentan. Ich glaube, die normale, also die UK-Englisch, glaube ich, auch. Und ich glaube auch, das Chinesische sollte eigentlich schon mittlerweile eben halt da sein. Deutsche Variante kommt irgendwann. Cortana befindet sich halt in der Beta-Phase. Und Cortana, wenn man das dann gekoppelt hat mit einem Windows Phone, dann sieht man Cortana auch hier als kleines Kreis, und ich habe da auch schon eine kleine Nachricht von Cortana eben halt bekommen. Die kann man ja noch einstellen und dann ihr sagen, okay, informiere mich bitte über gewisse News zu den Themenbereichen Sport, Aktien und so weiter und so fort. Das tut sie auch, indem sie mir einfach dieses auf das Band eben halt drauf spielt. Aber hier, ähnlich wie bei Android Wear, kriegt man immer nur so ein bisschen dargestellt und mehr eben halt nicht, ne? Schade ist auch, dass ich hier, wenn ich hier drauf tippe und versuche da irgendwie mal reinzugehen und mehr Informationen abzurufen, kriege ich nicht. Da muss ich dann explizit dann wieder hier in die Anwendung hineingehen, sei es eine E-Mail, sei es eine Twitter-Nachricht. Ich muss dann immer direkt in die Applikation hineingehen. Das ist ja einer dieser kleinen Nachteile, aber da ist Android Wear auch nicht anders. Sag ich mal, dann nehmen sich beide eben halt nichts. Das mit der Sprachsteuerung funktioniert auch eigentlich ganz gut. Aber man muss eben halt, da es nur Englisch kann, Cortana, auch in englischer Sprache hineinsprechen. Ich versuche das jetzt mal und hoffe, dass es auch funktioniert, denn Live-Demonstration ist ja nicht immer so einfach. Man hat zwei Möglichkeiten, Cortana-Sprachsteuerung dann mal auszulösen. Entweder man befindet sich komplett im Hauptfenster oder besser im Startbildschirm und geht dann hier und drückt die Aktionstaste länger. Where's the next coffee? Jetzt schmeißt die Informationen halt rüber an Cortana auf dem Smartphone und verbindet sich natürlich mit dem Netz und sucht das dann eben halt die passende Information heraus. Man kann jetzt hier, oh, es hat also richtig gut funktioniert. Hier werden mir noch angezeigt auf dem Band, es sind 10 Coffeeshops gefunden worden, aber nicht welche. Das ist die einzige Information, die Cortana mir hier gibt, und es schaltet sich dann auch weg. Und ich muss dann die Navigation mehr oder weniger hier am Smartphone auslösen. Also es erspart euch, genauso wie Android Wear, nicht ganz, sage ich mal, das Herauszücken des Smartphones aus der Hosentasche, um dann weiterführende Informationen zu bekommen. Das sind eben halt diese ganzen Nachteile von, nicht Nachteile, aber einfach die Gegebenheiten von Smartwatches. Die können eben halt nicht autark eben halt komplett funktionieren. Ansonsten zu dem Fazit zu dem Microsoft Smart Band. Ja, es hat ein paar mehr Funktionen als eine Android Wear Smartwatch oder auch mehr Funktionen als eine Fitness-Tracker. Das ist mehr oder weniger, würde ich sagen, eine Kombination aus Smartwatch und einem Fitness-Tracker. Durch den Sensor, den Pulssensor, die Schrittzähler und so weiter und so fort kann man eben halt hier sehr viele persönliche Informationen, Gesundheitsinformationen dann eben halt abrufen. Um diesen Pulssensor eben halt aktiv nutzen zu können, der misst ja alle paar Minuten lang mal euren Puls, muss man das Armband sehr straff um sein Handgelenk legen. Wenn man das zu locker drin hat, also so in dem Fall, wo das dann jetzt hier ein bisschen locker sitzt und ich hätte das jetzt andersrum, dann könnte er, der Lichtsensor kann dann keine Informationen dann eben halt abfangen. Und er steht dann permanent acquiring und ja, er kann einfach den Puls nicht finden. Also man muss es den ganz straff ziehen, so dass es eben halt, für einige wird das sicherlich unangenehm sein. Für mich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass das eben halt mehr oder weniger wie eine Schraubzwinge um meinen Arm rumgelegt ist. Erst dann misst er den Puls. Was auch noch auffällt, qualitativ, die Verarbeitung, hatte ich schon im Artikel eben halt geschrieben, ist so ein bisschen nicht ganz sauber verarbeitetes Display, nicht sauber verarbeitet eingesetztes Display, nicht ganz sauber eingesetzte Tasten. Die sind alle ein bisschen schief
Und ihr wundert euch sicherlich, ich glaube, dass ihr das in der Kamera, glaube ich, nicht erkennt, dass hier nämlich jetzt eine Display-Schutzfolie drauf ist. Nach 2 Tagen Benutzung habe ich schon auf dem Display hier mehr oder weniger die ersten Kratzer entdeckt, sodass ich mir ja noch ein zusätzliches Schutzfolie angeschafft habe und das dann drüber geklebt habe, damit das eben halt auch, sag ich mal, länger optisch schön bleibt. Akkuleistung, 2 Tage hatte Microsoft versprochen. Knapp an die 2 Tage bin ich auch rangekommen, aber auch nur, wenn ich die Funktion eingestellt hatte, dass man das Display hier komplett ausschaltet. Es gibt eine Option in den Einstellungen, da muss ich jetzt erstmal wieder raus, so, in den Einstellungen, den Watch Mode zu aktivieren. Dann kann man nämlich auch permanent die Uhrzeit sich anzeigen lassen. Wenn ich das jetzt ausmache, da seht ihr, dass es so in abgedimmter Version immer die Uhrzeit angezeigt wird plus das Datum. Das ist so die, sag ich mal, so ähnlich vergleichbar wie bei der Moto 360 und der LG G-Watch R. Die haben so einen ähnlichen Modus, wo man dann eben halt permanent so ein bisschen abgedimmt die Uhrzeit angezeigt bekommt. Was ich aber gut finde, ist, dass man dann eben halt noch die Option hat, das Ding komplett zu deaktivieren oder dass das Ding eben halt nicht reagiert, wenn man den Arm hebt und dann geht das Display eben halt automatisch an. Das ist vor allen Dingen störend, wenn man dann Autofahrer ist. Ihr müsst euch einfach vorstellen, dazu schalte ich einfach mal das Display wieder komplett aus, dass dann bei Lenkbewegungen, sage ich mal, sonst immer das Display angeht. Hier, wenn ich ruckhaft eben halt ein bisschen bewege, bleibt das Display einfach komplett aus. Ja. Auch die Microsoft Smart Band ist nur eine kleine Display-Verlängerung von eurem Smartphone. In der Hinsicht nehmen sich Android Wear und Microsoft eben halt nicht sehr viel, Microsoft Smart Band. Es ist mehr oder weniger eine Fingerübung für Microsoft in Sachen Wearables, weil wahrscheinlich werden noch weitere Versionen, Varianten eben halt darauf folgen. Und dann wird Microsoft sicherlich noch ein bisschen an der Stellschraube stellen und das Gerät ein bisschen optimieren. Jetzt zu dem Zeitpunkt, es ist ein US-Only-Produkt, $199 muss man dafür bezahlen. Dann kommt noch der Importzoll und der Versand noch dazu. Es sei denn, man kennt jemanden in den USA, der es mitbringt, aber dann muss man trotzdem noch den Einfuhrzoll eben halt bezahlen. Und in dem Sinne ist es schon vergleichbar mit einer Moto 360 und LG G-Watch R im Preisniveau. Und ich würde sagen, müsst ihr euch selber entscheiden, für Windows Phone-Nutzer bleibt eben halt nur die Wahl, dass man hier mal diese Smartwatch dann halt sich nimmt. Alle anderen, die ein Android oder ein iOS-Gerät verwenden, die haben noch wesentlich mehr Auswahl. Mein Fazit bleibt damit so ein bisschen, ja, es ist okay, aber $199 damit auszugeben, halte ich ein bisschen zu viel. Wenn ihr das Video jetzt gut gefunden habt, dann gebt es einen Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden. Einen leichten Sprachfehler habe ich auch schon. Ich hoffe, Cortana nimmt mir das nicht übel. Aber folgt uns auch noch in sämtlichen sozialen Netzwerken wie Facebook, Google+ und so weiter und so fort. Und den kompletten Testbericht zu Microsoft Smart Band findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite. Die nennt sich dann curved.de und wir sehen uns sicherlich bald wieder. Mich, Kollege Amir, Kollegen Gerd und die weiteren anderen Jan, Felix und Nils könnt ihr sicherlich bald hier auf diesem Kanal, in diesem YouTube-Channel auch noch sehen. Ich verabschiede mich, bis bald. Das Hands-on vom Microsoft Band mit dem iPhone 6 findet ihr hier auch nochmal. Und wenn ihr euch lieber für ein Samsung Gear S interessiert, haben wir noch was von der IFA in Kombination mit einem BMW i3. Und alle weiteren Testvideos findet ihr hier natürlich auch noch in unserer Playlist.